Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute gibt es mal ein paar Futter-Sessions von den letzten 2 Wochen. Und ich wünsche euch viel Spaß, denn ich habe ein bisschen mehr aufgenommen. Und das Video wird ein bisschen länger. Die Fische bekommen hier gerade Grindelworms oder Grindalwürmer, je nachdem wie man es ausspricht. Die kann man auch sehr gut nachziehen, habe ich jetzt aber nicht gemacht. Und ich filter die immer vorher durch ein Netz, durch das Artemia-Sieb und spüle die aus. Und dann kriegen die dann so, manchmal nutze ich auch die Pipette, aber wenn die Jungtiere noch zusammensitzen, dann nicht. Und ja, viel Spaß beim Angucken. Man weiß gar nicht, wo man als erstes hinschauen soll, deswegen bin ich ein bisschen am Wackeln. Und das Coole an diesen Würmern ist, die sind schön klein und nahrhaft und die können die so wegmümmeln. Die sind jetzt so 2 cm bis 3 cm lang, je nachdem, ob man nur den Body isst oder mit Flosse. Und man sieht auch schon, dass die Farben echt super schön rauskommen. Zum letzten Mal wieder ein bisschen gesteigert, finde ich. Das Licht hat sich nicht verändert, also ist immer noch das gleiche 0815 Licht von Aquael, das einfache mit den roten LEDs, was ich schon häufig vorgestellt habe. Und ihr seht auch, dass der Tigerlotus extrem explodiert ist. Die unteren Pflanzen haben kaum noch eine Chance an Licht zu kommen, deswegen muss ich den demnächst auch mal rausholen. Ich habe hier ein 54 Liter Becken, die sitzen jetzt auf 25 Grad. Ich reduziere ja immer wieder die Temperatur. Und haben Laub drin, Pflanzen, ja, die Scheibe muss ich auch mal wieder putzen, aber gleich kommt die Szene nach dem Wasserwechsel, den ich dann einen Tag später gemacht habe. Hier gibt es jetzt gefrorene Artemia, die tau ich vorher nicht auf, weil die in dem warmen Wasser so schnell auftauen, dass das so klappt. Ich habe da bisher keine Probleme gehabt und wenn ich die auftaue, dann vergesse ich das nur und dann verderben die mir. Deswegen kriegen die frisch, bisschen angetaut natürlich, aber sonst ist das da ruckizucki aufgetaut. Und wenn man die richtigen kauft und auf die Schleife achtet, dass alles gefroren bleibt, dann ist das auch sicher. Hier sieht man auch noch das satte Rot und man sieht auch schon, dass sich einige Männchen da unter den Roten entwickelt haben. Das freut mich natürlich besonders, denn ich bin natürlich auf diese ganz Roten aus. Die anderen sind zwar auch super schön, aber man hat ja immer ein Zuchtziel und das möchte man natürlich weiterführen. Wenn man Rot und Rot verpaart, fallen auf Kambodja, das ist ganz normal. Hier füttere ich einmal Trockenfutter, das ist jetzt Dr. Basler ist das. Und da gehen die Kleinen natürlich auch schon richtig drauf ab. Mir ist es ganz wichtig, dass die alle Futterarten kennen. Das heißt, es wird auch mal zwischendrin Flocke geben. Ein unkonventionelles Futter im Kampffischhaltung. Aber man muss es den Tieren auch mal angeboten haben, dass sie natürlich wissen, dass das auch Futter ist, auch wenn es schlechtes Futter ist. Aber ich finde, man sollte sie an alles gewöhnen und sie gut vermitteln, dass sie das Futter natürlich dann nicht mehr bekommen. Aber wenn die Tiere in Tierhandel gehen, kann ich das halt nicht kontrollieren. Man sollte, wenn man züchtet, immer noch einen Plan B haben. Und bei mir ist das ein Tierhandel in Bremen. Und zwar Oldschool Aquaristik oder Shrimp Visions hießen sie vorher. Sind super nette Leute und da kann man immer mal hingehen und findet auch mal Raritäten. Ja, hier, das war nach dem Wasserwechsel, man sieht es. Und da gab es dann nochmal Trockenfutter. Also ich versuche 2 bis 3 Mal am Tag zu geben. Meistens morgens Frost und abends nochmal trocken, dass sie genug zu fressen haben. Man sieht auch die Bäuche. Die müssen immer schön gefüllt sein. Wenn die leer sind, dann ist das nicht so gut. Ich habe auch noch für die Mittagszeit oder zwischendrin noch ein bisschen Puderfutter, was dann noch sich durch den Futterautomaten zu den Fischen bewegt. Ihr seht, die Kleinen machen ganz schön viel Dreck. Trotz des Wasserwechsels ist da immer noch ein bisschen, aber das ist nicht so schlimm. Hauptsache die Wasserqualität ist schön. Am nächsten Tag sieht das dann auch schon wieder besser aus, wie man hier sieht. Und hier erkläre ich euch jetzt mal was.
Heute gibt es mal noch mal ein kleines Update, denn ich habe etwas entdeckt. Und zwar bei dem sieht man es ganz gut bei ihr. Da sieht man den Laichansatz. Seht ihr? Ah, jetzt hat man es gerade gesehen, oder? Da sieht man es auch. Jetzt haben wir einen Finger daneben. Die kann ich dann demnächst separieren, würde ich mal behaupten. Zumindest ein paar rote. Schaut euch das an, die schönen Tiere. Die haben schon wieder Hunger, ich habe die eben was gefuttert. Es sind schon vielversprechende Männchen dabei, aber bis zur Wettershow reicht das leider nicht. Dafür sind die noch zu klein, leider.